Hallo ihr Lieben, heute geht es um meinen kleinen Jahresrückblick, was die Statistik betrifft. Das heißt, ich will euch sagen, wie viel ich gelesen habe in 2017, wie sich mein Substand entwickelt hat, wie meine Vorsätze so abgelaufen sind, die ich dieses Jahr hatte und ja, ob ich vielleicht auch neue Vorsätze für nächstes Jahr habe. Und natürlich möchte ich euch in diesem Video auch sagen, was meine Highlights dieses Jahr waren und was meine... ja, wie nennt man es so schön, Lowlights waren, also Bücher, die mir nicht so gut gefallen haben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir als allererstes mal ganz kurz und knapp mit den Zahlen und Fakten. Ich habe 2017 132 Bücher gelesen, was ich persönlich wirklich sehr, 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 sehr viel finde. Und ja, ich bin so ein bisschen stolz auf mich. Den Rekord vom letzten Jahr habe ich nicht geknackt, da habe ich 138 Bücher gelesen. Aber für mich persönlich ist das trotzdem gut, so, so viele Bücher dieses Jahr gelesen zu haben. Und ich bin da auch ein bisschen stolz auf mich. Ich habe damit meine Goodreads-Challenge auch auf jeden Fall geschafft. Wie gesagt, 132 finde ich richtig, richtig gut. Ich habe dieses Jahr ein Buch abgebrochen. Ich überlege, habe ich noch ein zweites Buch abgebrochen? Nee, alle anderen Bücher habe ich dann... die ich ansonsten nicht so cool fand, ganz grob quer gelesen bis zum Ende. Aber dieses eine einzige Buch habe ich abgebrochen und dieses Buch habe ich jetzt inzwischen auch nicht mehr. Und zwar war das Queen of Clouds, die Wolkentürme von Susanne Scherdom. Ich bin in dieses Buch einfach nicht reingekommen. Ich habe es bis zur Hälfte gelesen und war dann immer noch nicht drin in der Geschichte und konnte der Geschichte auch so überhaupt nichts abgewinnen. Und mir war es auch egal, was mit den Charakteren passiert und ob die da jetzt überleben oder sterben oder was auch immer. Das war mir alles sowas von egal und... ich bin mit diesem Buch überhaupt nicht zurechtgekommen, aber ich glaube, Susanne Scherdom ist auch nicht meine Autorin. Ich habe ja von ihr letztes Jahr Das Haus der Tausend Spiegel gelesen. Das war ein Buch, was ich okay fand. Es war kein Buch, was mich extrem umgehauen hat. Es war okay. Aber da hat mich auch das Ende ziemlich verwirrt. Das war für mich auch echt unlogisch. Also ich komme mit der Autorin anscheinend nicht so ganz 100% zurecht. Aber ja, das war das einzige Buch, was ich dieses Jahr abgebrochen habe. Aber eins muss es ja wenigstens geben im Jahr. Ansonsten gibt es eigentlich von meinem Lesejahr so nicht viel zu berichten. Ich hatte sehr, sehr viele gute Bücher. Ich hatte auch einige Katastrophen und Bücher, die ich nicht so gut fand, gab es auch einige. Aber ich hatte, wie gesagt, den größten Teil, wo ich so jetzt durchgeguckt habe, was ich dieses Jahr gelesen habe, wirklich Glück gehabt und habe Bücher gelesen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die mich angesprochen haben und die mich begeistern konnten. Ja, das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Machen wir weiter mit meinem Substand und Milo hat es hier bequem gemacht. Ja, mein Sub. Ich bin mit 108 Büchern in das Jahr 2017 gestartet und ich war auch ganz gut dabei, meinen Sub runterzukriegen, aber ich hatte ja jetzt Weihnachten und Geburtstag und dann habe ich ja von der Heavenly noch ein Paket zugeschickt bekommen. Da waren 5 Bücher drin und dann schickt sie mir jetzt noch ein 6. und ja, ich bin aktuell bei einem Sub von 113 Büchern plus 15 E-Books und ja, also insgesamt 128 Bücher, die ich auf meinem Sub habe. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass meine E-Books genau vor einem Jahr auch bei 15 waren. Ich habe, wenn ich ein E-Book gelesen habe, dann war es ein Rezensionsexemplar, was ich mir irgendwie zugeschickt bekommen habe. Ansonsten habe ich keine E-Books gelesen dieses Jahr, also nicht wirklich. Und ihr wisst, E-Books sind so meine Stiefkinder. Und ja, also mein Sub ist jetzt definitiv höher wie vor einem Jahr. Auch wenn es im Prinzip, was Bücher betrifft, direkt von 108 auf 113 ist jetzt nicht so ein Riesensprung. Also das sind 5 Bücher. Das geht noch. Aber ich will definitiv immer noch versuchen, den wegzukriegen. Und ich habe mir auch schon ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich so schnell keine Minimops und Rebuy-Bestellungen mehr machen werde. Denn das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ich habe gerade Ende des Jahres habe ich noch einmal bestellt. Gut, da habe ich bestellt, um meine Reihen voll zu kriegen. Aber ja, ich habe mir jetzt erstmal fest vorgenommen, für das erste halbe Jahr das so gut wie es geht zu vermeiden und zu versuchen, so wenig Bücher wie möglich auch zu kaufen. Und dass, wenn ich mir Bücher kaufe, das wirklich Fortsetzungen sind, die ich halt auch gleich lesen möchte. Und ja, das ist echt. Ich habe mehr Bücher wie letztes Jahr. Ich dachte, ich komme runter und ich habe weniger, aber nein! Das hat leider nicht geklappt, aber egal. Ich habe trotzdem 132 Bücher gelesen und das ist mehr als mein Sub, den ich jetzt zu Hause habe. Also von daher, wenn ich mir rein theoretisch nächstes Jahr nicht ein einziges Buch kaufe, bin ich in einem Jahr auf null. Haha, als ob das jemals gehen würde. Ja, also
wir werden sehen, wie sich das Ganze nächstes Jahr entwickelt. Im Moment fühle ich mich mit dem Sub ganz, ganz gut. Also ich habe den, glaube ich, ganz gut im Griff. Gerade jetzt nach diesen ganzen Reihenvideos, die ich online gestellt habe, habe ich, glaube ich, wieder ein ganz, ganz gutes Gefühl für meinen Sub auch gekriegt, was da jetzt eigentlich genau alles so rumliegt und warum das dort eigentlich rumliegt. Und das will ich jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr anpacken und angehen und ja, das auf jeden Fall ein bisschen dezimieren. Ich hoffe, dass das funktioniert und klappt, und wenn nicht, dann ist das halt einfach so. Dann bleibt der Sub halt so, wie er ist. Mein Gott, die Bücher werden ja nicht schlecht. Damit wären wir dann auch schon bei meinen Vorsätzen, die ich so habe für nächstes Jahr. Ich versuche nächstes Jahr auf jeden Fall, wie gesagt, wieder meinen Sub ein bisschen zu reduzieren, dass ich den niemals wegkriegen werde. Das ist mir bewusst inzwischen, aber ich versuche ihn trotzdem wieder ein bisschen zu minimieren und wie gesagt, die Bücher, die ich jetzt hier zu Hause habe, auch noch zu lesen. Ich habe noch sehr, sehr viele Fortsetzungen zu Hause, die ich lesen kann. Und das habe ich mir auch vorgenommen, wieder wirklich mehr in Angriff zu nehmen, einfach mal meinen Sub zu lesen und gerade die Fortsetzungen, die ich hier habe, zu lesen, dass ich die Reihen endlich voll kriege. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die ganzen Geschichten, die mich da erwarten und wie die Geschichten auch teilweise natürlich weitergehen und was dann noch alles so kommt und passiert. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Vorsatz. Weiterhin rein vervollständigen, Sub abbauen. Dann werde ich mir natürlich wieder auf Goodreads meine Challenge setzen. Und ja, ansonsten werde ich weiterhin versuchen, das Lesen zu genießen, so wie ich es im Moment mache. Und ich versuche natürlich auch weiterhin mein Niveau, was das Lesen betrifft, zu halten. Also was jetzt meine Lesegeschwindigkeit und auch die Anzahl der Bücher betrifft, da möchte ich natürlich schon auf dem Niveau bleiben. Ich habe jetzt im Dezember weniger gelesen wie die ganzen letzten Monate davor, aber das lag, glaube ich, auch einfach daran, dass der Dezember immer so ein Chaosmonat ist bei uns allen, glaube ich, weil da ist einfach immer so viel los und so viel zu tun und ich habe hier 20.000 Geburtstage immer im Dezember und dann arbeiten und Familie und da kommt man einfach nicht so da dazu und dann hat man auch einfach nicht den Kopf da dafür und ja, deswegen bin ich sehr zufrieden mit meinem Lesejahr 2017. Ich muss sagen, das Jahr 2017 hatte für mich jetzt zum Jahresende noch ein Highlight, ein privates. Und ja, ich fand das Jahr 2017 war okay. Es war kein Jahr, was extrem gut war. Es war aber auch kein Jahr, was für mich jetzt komplett schlecht war. Mein Highlight in diesem Jahr definitiv war die Frankfurter Buchmesse, der Messefreitag, wo ich Jennifer Armentrout treffen durfte und sie interviewen durfte. Und das war definitiv mein Messe-Highlight. Ich fand es einfach so, so toll und ich freue mich immer noch, dass die Jenny vom HarperCollins Verlag das für mich ermöglicht hat und dass ich wirklich 15 Minuten mit Frau Armentrout sprechen durfte. Und ich war ja so aufgeregt, deswegen hat Sina ja alles für mich gemacht und gemanagt und das Interview geführt. Ich glaube, ich hätte kein Wort rausgekriegt. Also ja, aber das war definitiv ein Messe-Highlight, denn natürlich die komplette Frankfurter Buchmesse war wieder ein Jahreshighlight für mich. Ich freue mich ja immer, wenn ich meine Mädels sehe und unsere kleine Chaos-Truppe dann wieder mal vollständig zusammen ist. Das haben wir ja dadurch, dass wir alle so weit auseinander wohnen, ja auch nicht wirklich. Und ja, ansonsten die Leipziger Buchmesse, da war ich ja nur einen Tag dieses Jahr. Die war auch sehr, sehr schön. Zwar sehr, sehr stressig und anstrengend. Durch diesen einen Tag rennt man natürlich nur von A nach B. Und ich habe aber die Bianca getroffen auf der Leipziger Buchmesse, also die Bianca Josivoni. Und die habe ich auch auf der Frankfurter Buchmesse wieder getroffen, was ich sehr, sehr cool finde. Und ja, es war ein tolles Jahr. Also was das Lesen betrifft, kann ich mich absolut nicht beschweren. Ich hatte, wie gesagt, viele, viele tolle Bücher und ein paar Bücher, die ich wirklich schlecht fand und ein paar Bücher, die mir so lala gefallen haben. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Überleitung zu meinen Lese-Highlights und zu meinen Lese-Lowlights. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Schlechteren an und starten mit den Lowlight. Da die Bücher, die jetzt kommen, Bücher sind, die mir nicht so wirklich gefallen haben, sind diese Bücher natürlich auch nicht mehr bei mir, sondern bereits ausgezogen. Und deswegen blende ich euch die Cover an dieser Stelle ein. Beginnen wir mal mit dem ersten Buch, was ich als reinste Katastrophe empfunden habe, wo ich aber dennoch die ersten beiden Teile gelesen habe, nämlich Crossfire von Sylvia Day. Ich habe das erste Buch gelesen und habe gedacht so, was ist das denn? Die bespringen sich auf jeder dritten Seite und hier geht es nur Sex, 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 Sex. Oh, und ich dachte mir, es ist einfach nicht schön. Es gibt am Rande auch irgendwo noch ein bisschen Handlung, aber sie steht da wirklich mehr im Hintergrund als alles andere. Und das war so überhaupt nicht meins. Also das hat mir so gar nicht gefallen. Ich habe dann den zweiten Teil noch gelesen, weil ich die mir damals zusammengekauft hatte und ich eine Arbeitskollegin habe, die so davon geschwärmt hat. Und dachte ich mir, okay, vielleicht ist es nur der erste Teil, weil die Rock-Kiss-Reihe von Nalini Singh, ne, da war ja der erste Teil auch nicht meins und der zweite, dritte, vierte war so super gut. Und dann habe ich den zweiten noch gelesen und dann ging das im zweiten Teil natürlich so weiter und dann wurde es dann teilweise auch noch ein bisschen
krasser. Und ich weiß nur, dass ich den zweiten Teil zum Ende hin richtig gut fand, weil die dann nicht zusammen gewesen sind und deswegen es einfach mal Handlung gab und nicht immer nur dieses dumme Angespringe. Aber das war für mich dann, also, aber nach dem zweiten Teil war diese Reihe für mich dann erledigt. Ich habe dann nicht weitergelesen, ich habe die Bücher aussortiert. Es sind einfach nicht meine Bücher gewesen. Das war mir einfach zu viel, naja, ihr wisst schon, und zu wenig Handlung. Und das war leider nicht mein Fall, deswegen definitiv ein, ja, eher schlechteres Buch dieses Jahr. Das zweite Buch, was ich ausgesucht habe, ist ein Buch, was mich schon sehr, sehr enttäuscht hat, denn ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen an diese Geschichte. Und zwar war das Als ich dich suchte von Lauren Oliver. Ich habe dieses Buch mit der lieben Sina zusammen gelesen. Ich weiß noch, ich war am Anfang eigentlich ganz angetan von der Geschichte, aber je weiter die sich entwickelte, umso weniger hatte sie mir gefallen. Und die Auflösung ganz am Ende war so, so gar nicht meins. Das war mir einfach zu, ja, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, zu psychisch? Kann man das so sagen? So, das war mir einfach zu viel und nee, das war einfach nicht meins. Und ich fand dann im Nachgang, wo dann das Ende rauskam und man nochmal so über das ganze Buch nachgedacht hat, fand ich das dann einfach alles irgendwie nur noch merkwürdig. Vor allen Dingen, dass das keiner gemerkt hat, dass das mit der Protagonistin dort so ist, wie es ist. Und ja, ich war von dem Buch einfach wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ich habe mir auch unter der Geschichte etwas ganz, ganz anderes vorgestellt, wie das, was es schlussendlich war. Und ja, deswegen ist dieses Buch dann auch wieder bei mir ausgezogen. Es war halt einfach nicht meine Geschichte. Und ich habe ja noch die Amor-Trilogie von Lauren Oliver hier liegen. Und ich hoffe, dass die mich dann definitiv mehr überzeugen kann. Und ja, auf die freue ich mich auch schon. Und die möchte ich nächstes Jahr auch definitiv mal mitlesen. Aber Als ich die suchte, war halt leider nicht meine Geschichte. Kommen wir zum dritten Buch von den fünf, die ich rausgesucht habe. Und das dritte Buch hat mich einfach nur verwirrt. Ich kam absolut mit dem Worldbuilding nicht zurecht. Ich kam mit den Charakteren nicht zurecht. Ich kam einfach mit diesem Schreibstil nicht zurecht und ich kam einfach mit diesem ganzen Buch nicht zurecht. Und zwar rede ich von Magonia von, oh Gott, wie ist die Autorin? Maria G. Hadley oder so. Und dieses ganze Buch hat mich einfach nur total verwirrt. Von Anfang bis Ende hat mich dieses Buch verwirrt. Also da waren auch teilweise so crazy Sachen drin, wie dass ein Vogel in den Mund der Protagonistin geflogen ist und sich in ihrem Brustkorb eingenistet hat. Also das war mir zu strange einfach. Das war einfach zu viel des Guten. Und wie gesagt, ich konnte diese ganze Welt nicht greifen. Das ist ja eine Urban-Fantasy-Geschichte, also unsere Welt gemischt mit einer Fantasy-Welt. Und diese Fantasy-Welt spielte oben im Himmel. Und ich kam einfach mit dem Ganzen, wie das dort beschrieben wurde, mit den Luftschiffen und allem. Ich kam damit einfach so überhaupt nicht zurecht. Und ja, ich habe das alles einfach nicht verstanden. Und dieses ganze Buch hat mich, wie gesagt, einfach nur verwirrt. Und deswegen war es definitiv nicht mein Buch. Und ja, deswegen ist es auch wieder ausgezogen. Aber das Cover von Magonia fand ich wunderschön. Genau wie bei Als ich die suchte. Da mochte ich das Cover auch total. Und ich hätte Als ich die suchte und die Magonia auch gerne wegen der Cover behalten. Aber was soll ich mit Büchern, die ich nie wieder in die Hand nehme? Deswegen sind die beiden Bücher dann auch wieder ausgezogen. Bei dem vierten Buch, was ich rausgesucht habe, bereue ich immer noch, dass ich es überhaupt gekauft habe. Denn meine Arbeitskollegin sagte mir dann später, dass sie es zu Hause hat und mir hätte ausleihen können. Und ich dachte mir so, ah, verdammt. Aber ja, egal. Ich habe es dann halt gekauft. Aber ich habe mich dann so geärgert, weil dieses Buch auch so überhaupt nicht meins war. Und zwar war das Hardwired von Meredith Wild. Ich weiß noch, nachdem ich meine Rezi online gestellt habe, habe ich ein, zwei böse Kommentare gekriegt von Abonnenten, weil ich das Buch einfach nicht mochte und weil ich es doof fand und weil ich die Geschichte doof fand. Und ja, ich habe dann solche langen Kommentare gekriegt von wegen, wie scheiße sie das finden, weil ich dieses Buch doof finde und dass sie mich jetzt deabonnieren und bla bla bla. Aber ja, ganz ehrlich, Leute, es ist meine Meinung. Was soll ich denn machen? Wenn es mir nicht gefällt, gefällt es mir nicht. Dann müsst ihr gehen. Es tut mir leid. Aber es war halt einfach nicht mein Buch. Ich mochte die Geschichte nicht. Die war mir einfach zu standardisiert, einfach zu, das habe ich schon tausendmal gelesen woanders. Dann die Charaktere, das war mir auch nichts. Also sie war einfach, ich weiß nicht, ich mochte sie einfach nicht. Und er war irgendwie auch irgendwie, bei ihm kam es mir vor wie gewollt und nicht gekonnt. Weil er war ja so der übelst gut aussehende Typ, aber eigentlich schon im Herzen der kleine Nerd. Und das hätte man irgendwie alles noch ein bisschen anders rüberbringen können. Das hat für mich einfach alles hinten und vorne nicht gepasst. Und ja, es war halt einfach nicht mein Buch. Und ich hatte dann auch kein Interesse nach dem ersten Teil, das irgendwie weiterzulesen. Und das, wie gesagt, gerade das Ende, das war mir einfach so, oh ja, bitte. Ja, nee, war ja klar, dass das jetzt so kommen muss. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Und dann habe ich gedacht, nee, diese Reihe
streich sie aus deinem Gedächtnis. Es war nicht deine Geschichte und es tut mir wirklich leid. Also mir hat dieses Buch einfach nicht gefallen und damit lebe ich halt auch. Und ich kann nur nochmal sagen, es ist immer meine persönliche Meinung, was ich auf diesem Kanal hier kundtue. Und wer der Meinung ist, er findet das doof und muss mich deswegen deabonnieren. Ja, auf gut Deutsch sage ich mal, da ist die Tür. Was soll ich denn bitte machen? Es ist nun mal meine Meinung. Und wer gehen will, der kann gerne gehen. Also ich möchte hier niemanden zwingen, hier zu bleiben und sich die Videos anzugucken. Eieiei, aber das war echt, also da habe ich echt gedacht damals, alter Falter. Wie kann man sich denn nur so angegriffen fühlen, weil ich dieses Buch scheiße finde? Naja, egal. Damit wären wir bei dem letzten von den 5 Büchern, die ich mir rausgesucht habe. Und jeder, der mich jetzt schon eine Weile guckt, dürfte jetzt wissen, was für ein Buch noch fehlt. Und ich habe hier echt mit sehr, sehr viel negativen Kommentaren gerechnet. Denn dieses Buch wurde schon sehr, sehr stark gehypt. Schon im Vorfeld wurde dieses Buch extrem gehypt, bevor es überhaupt rausgekommen ist, weil die Autorin dieses Jahr einfach sehr gehypt wurde. Und zwar rede ich hier von Cold Wolf City von Mona Kasten. Ich habe die Again-Reihe von Mona Kasten gelesen und ich fand den ersten Teil, der war mir einfach noch zu kindlich und zu kitschig und zu viel von allem und zu übertrieben. Da hat es einfach zu gut gemeint, die Beste. Der zweite Teil, der hat mir dann schon sehr, 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 sehr viel besser gefallen und den habe ich echt gemocht und den habe ich super gern gelesen. Und es hat mir Spaß gemacht beim Lesen, da mochte ich die Story und die Charaktere und der war richtig, richtig gut. Und dann habe ich den dritten Teil gelesen, Feel Again, und das war eine so, so tolle Geschichte und die hat mich so überzeugt und damit hatte mich Mona Kasten auch definitiv 100% überzeugt. Und dann hatte ich natürlich auch entsprechende Erwartungen an Cold Wolf City und ja, dann kam das Buch raus und dann habe ich es gelesen und es ist ja ein Einzelband und dann dachte ich mir, was ist das? Was bitte ist das? Ich habe echt überlegt im Vorfeld, Gott, wie sagst du das in deiner Rezension, ohne dass sie dich jetzt alle köpfen, weil du jetzt sagst, dass du dieses Buch nicht magst. Und ich muss sagen, diese ganzen bösartigen Kommentare, mit denen ich ja bei Cold Wolf City gerechnet habe, sind einfach ausgeblieben. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Denn wie gesagt, dieses Buch wurde gehypt ohne Ende schon im Vorfeld. Und dann auch, wo es draußen war, wurde es echt sehr, sehr stark gehypt. Aber auch hier war es einfach nicht mein Buch. Ich fand, Cold Wolf City war einfach zu viel von anderen Sachen, die ich schon kenne. Also für mich kam das wirklich so vor, als wäre hier aus den X-Men-Filmen irgendwie alles Mögliche zusammengewürfelt worden und neu gemischt worden und dann wurde halt ein Buch daraus geschrieben. Und das war nicht meins. Also dafür stehe ich, glaube ich, zu sehr schon in dieser Mutanten-Materie drinne, was Marvel und den ganzen Kram betrifft. Und ja, das war mir einfach zu ähnlich dessen. Und auch diese Story hat mich nicht wirklich packen können. Und auch die Liebesgeschichte fand ich wirklich nicht gut in diesem Buch. Und ich fand auch das Tempo in dem Buch richtig, richtig schlecht. Also die ersten 200 Seiten zogen sich wie Kaugummi und da ist nicht wirklich viel passiert. Und dann auf den letzten 50 Seiten hat die Autorin alles zusammengepresst und zusammengequetscht, was nur geht. Und das fand ich echt nicht cool. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da einfach noch ein bisschen mehr kommt zum Ende hin. Da hätten 50 Seiten, also ich sag mal so, 50 Seiten am Anfang weniger und am Ende mehr hätten dem Buch echt nicht geschadet. Dann wäre es noch gut geworden. Aber so war es definitiv für mich die reinste Enttäuschung. Und ich würde auch bald sagen, die Enttäuschung des Jahres. Denn wie gesagt, ich habe auf dieses Buch wirklich hingefiebert. Ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, gerade wo ich gehört habe, dass es um diese Mutanten-Thematik geht. Und ja, ich fand das richtig, richtig cool. Und ja, dann habe ich das gelesen und habe gedacht, was ist das? Was ist denn hier bitte passiert? Was ist hier los? Und ja, es war einfach nicht mein Buch und ich fand es sehr, sehr schade, dass es halt nicht mein Buch war. Denn ich hätte es schön gefunden, wenn es mir gefällt, aber so konnte es mich leider nicht überzeugen. Und ja, Cold Wolf City musste auch wieder ausziehen und ja, es war halt einfach nicht meine Geschichte. So ist das. Das waren jetzt die 5 schlechtesten Bücher für mich dieses Jahr. Ich sag mal, es gibt ja keine richtig schlechten Bücher. Es gibt halt einfach Bücher, die nicht meinen Geschmack treffen. Und das waren jetzt diese 5, die da so für mich jetzt am ehesten auf dieses Kriterium zugepasst haben. Und ja, machen wir jetzt weiter mit den Highlights dieses Jahr. Und ich habe das jetzt so gemacht, ich wollte eigentlich 5 Highlights raussuchen und dann habe ich festgestellt, das war cool und das war toll und das war toll und das war toll und das war toll. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht, ich habe die besten 5 Liebesromane rausgesucht, die ich dieses Jahr gelesen habe und die besten 5 Jugendbücher. Da ich ja das ganze Jahr hauptsächlich Jugendbücher und Liebesromane gelesen habe, deswegen habe ich da jetzt 5 und 5 rausgesucht. Ich hätte mich jetzt nicht insgesamt auf 5 einigen können, das
wäre einfach nicht möglich gewesen, weil ich habe einfach zu viele gute Bücher dieses Jahr gelesen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Jugendbüchern und ich greife einfach mal nach dem ersten Buch, was oben auf dem Stapel liegt, und zwar Das Lied der Krähen von Leyva Dugo. Wer sich an mein Video erinnert, ich habe da, glaube ich, gefühlt 100.000 Mal Oberhammer gesagt. Aber dieses Buch ist auch einfach der Oberhammer. Und es ist definitiv eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Geschichte. Diese Geschichte ist rundum perfekt. Da kann man nichts besser machen, da kann man nichts mehr toller machen. Dieses Buch ist einfach nur genial und man muss es gelesen haben. Es ist einfach so, 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 so toll. Und ich freue mich schon so wahnsinnig auf den zweiten Teil. Ich habe den zweiten Teil von Das Lied der Krähen in meinen Neuerscheinungen für 2018 vergessen. Na, ich habe das nicht auf dem Zettel gehabt, wo ich das aufgeschrieben habe. Und habe den zweiten Teil bei den Neuerscheinungen 2018 vergessen. Aber alle, die es interessiert, dieses Buch kommt im September 2018, der zweite Teil, raus. Das heißt dann Das Gold der Krähen. Und ich freue mich schon so wahnsinnig auf den zweiten Teil. Und ja, Das Lied der Krähen ist definitiv ein Jahreshighlight. Und ich kann es euch nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der gerne Liebesgeschichten liest, und hier muss ich sagen, sind Liebesgeschichten drin. Also wir haben insgesamt 6 Charaktere, aus dessen Sichtweise wir auch lesen, aber die Liebesgeschichten, die in diesem Buch drin vorkommen, sind sehr, sehr zurückgenommen und die spielen wirklich nur so eher am Rande eine Rolle. Sie sind aber trotzdem wichtig, aber sie spielen jetzt nicht so im Vordergrund, dass da Angeschmachte drin vorkommt oder so typisches Jugendbuch, klischee-mäßig. Und nein, so ist es nicht. Und ich muss dazu auch gleich nochmal sagen, dass dieses Buch kein Jugendbuch ist. Also es liegt auch bei uns in der Buchhandlung zum Beispiel nicht bei den Jugendbüchern. Ja, das wollte ich so am Rande nochmal erwähnt haben. Also ich glaube, es ist empfohlen ab 16. Ich fand es richtig gut. Ich kann Das Lied der Krähen euch wirklich nur empfehlen. Lest es. Ich fand es ganz, 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 ganz toll und ich freue mich sehr auf den zweiten. Ich finde, dass das zweite Jahreshighlight, was ich rausgesucht habe, viel, viel, viel zu wenig Beachtung bekommen hat. Und zwar Ewig Dein von Janet Clark. Ich habe dieses Buch mit Annika zusammen gelesen und wir waren einfach nur geflasht von der Geschichte. Die war einfach so gut. Das ist so eine tolle Jugendgeschichte. Und die konnte mich auch 1000% überzeugen. Ich bin auch hier gespannt auf den zweiten Teil. Der kommt im April ja raus. Und ich bin schon so, so gespannt, wie das mit Ray und Josie jetzt hier weitergeht und ausgeht. Und was da jetzt alles noch kommt. Das Ende vom ersten Teil war schon relativ dramatisch und traurig auch. Und ja, ich freue mich einfach ganz, ganz doll auf den zweiten Teil. Ich muss sagen, dass das Cover mich persönlich jetzt so überhaupt nicht anspricht. Und ich habe das Buch damals in der Buchhandlung liegen sehen und dachte so, Und dann habe ich das so hinten drauf so gelesen und dachte so, das klingt gut, das klingt richtig, richtig gut, und habe es ja dann beim Verlag angefragt und die haben es mir netterweise auch zur Verfügung gestellt. Und ja, ich fand das Buch richtig toll. Ich kann euch Ewig Dein von Janet Clark nur empfehlen. Das ist so ein bisschen Jugend-Urban-Fantasy meets Krimis und MacLeods Töchter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Dieses Buch ist einfach eine gute Mischung aus verschiedenen Elementen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich kann es euch wirklich, wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr es noch nicht kennt und Bock auf Jugend-Urban-Fantasy-Bücher habt, dann schaut euch Ewig Dein von Janet Clark auf jeden Fall mal mit an. Bei dem nächsten Buch, was ich rausgesucht habe, gingen ja die Meinungen echt auseinander. Ich habe dieses Buch gelesen und habe gesagt, das ist die allererste Dystopie seit Panem, wo ich eben nicht die Tribute von Panem im Kopf habe. Und viele haben mir dann in die Kommentare geschrieben, aber das war wie bei Panem und das war wie bei Panem und das war wie bei Panem. Ja, das mag sein, aber das sind typische dystopische Elemente, die dort in den Kommentaren beschrieben wurden. Und wenn man sich jetzt jede andere Dystopie nimmt, kommen diese Elemente auch in jeder anderen Dystopie vor, weil das halt Elemente sind, die eine Dystopie ausmachen. Deswegen konnte ich da dem Ganzen jetzt nicht so 100% zustimmen. Es gab schon 1, 2 kleine Parallelen, okay, das sehe ich ein. Aber eine Dystopie ist halt eine Dystopie und man kann jetzt nun mal das Rad nicht neu erfinden. Aber ich muss sagen, dass Die Perfekten von Caroline Brinkmann ein ganz, ganz tolles Buch gewesen ist. Und wie gesagt, ich eben nicht an die Tribute von Panem gedacht habe beim Lesen. Ich finde, es ist eine ganz, ganz coole Dystopie mit einer richtig, richtig coolen Protagonistin. Und ich bin sehr gespannt auch hier auf den zweiten Teil. Ich weiß noch nicht, wann er rauskommt. Ich kann ja Caroline mal schreiben und fragen. Ich habe ja die Caroline auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Und ich habe mich so geärgert ja damals, dass ich mein Buch nicht mit hatte zum Signieren. Und
ich habe es ja, falls ihr das noch nicht wisst, ich habe es inzwischen signiert, denn Annika und die Caroline haben da einen Plan ausgeheckt, um mir eine Freude zu machen, um mich zu überraschen. Und ja, das habe ich, dank Annika, habe ich jetzt dieses Buch signiert hier zu Hause. Und ich liebe dieses Buch und ich kann es euch wirklich empfehlen. Wenn ihr Bock auf eine gute Dystopie habt, dann schaut euch Die Perfekten von Caroline Brinkmann auf jeden Fall an. Ich kann euch dieses Buch wirklich wärmstens nur empfehlen. Kommen wir zu meinem Jahreshighlight vom Januar. Ich habe dieses Buch im Januar gleich gelesen und es hat mich das ganze Jahr verfolgt. Also verfolgt im positiven Sinne, dass mich das Buch das ganze Jahr begleitet hat. Ich habe immer mal wieder an dieses Buch gedacht. Ich habe immer mal wieder an die Protagonistin gedacht und an die Geschichte. Und ich freue mich so, dass nächstes Jahr der zweite Teil kommt. Und ich bekomme den zweiten Teil auch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt. Das weiß ich schon. Und da habe ich mich wahnsinnig, wahnsinnig drüber gefreut. Und zwar rede ich von Diabolik von S.J. Kincaid. Ich fand dieses Buch einfach nur mega, mega gut. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte und ich feiere sie auch heute noch. Und ich fand Nemesis als Protagonistin in diesem Buch einfach nur unglaublich. Ich fand die Entwicklung, die sie in diesem Buch durchmacht, richtig gut. Also das war so die beste Charakterentwicklung, glaube ich, auch mit für mich dieses Jahr. Und ich habe dieses Buch sehr, sehr, sehr geliebt und gefeiert. Und ich habe es dann Sina ausgeliehen. Weil sie es auch unbedingt lesen wollte und Sina fand es einfach nur scheiße und Sina fand es schlecht. Sina hat es dann immer mit Red Rising verglichen und das sollte man nicht tun, denn ich glaube, keine Science-Fiction-Geschichte kommt so einfach an Red Rising ran. Und ja, wie gesagt, das hier ist ein Jugendbuch und natürlich nicht so aufgebaut wie ein Red Rising Buch, was natürlich auch monströs dick ist und so. Ich meine, das ist hier ein normales Jugendbuch mit 400 und Seiten. Ja, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich weiß nicht, es war halt einfach nicht Sina, ihr Buch, ihr hat es nicht gefallen, sie hat es mit Red Rising verglichen, Red Rising fand sie besser und damit war das Thema für mich auch erledigt. Also wenn ihr es nicht gefällt, ist das halt einfach so. Ich fand es großartig, ich habe es geliebt, ich, wie gesagt, fand Nemesis als Protagonistin so, so gut. Ich habe das Ende, ich habe wirklich bis zur letzten Seite mit unserer Protagonistin mitgefiebert, ich habe mit ihr gelitten, ich habe mit ihr gelacht und es war einfach nur wahnsinnig toll, also... Auch die Nebencharaktere in diesem Buch waren so, so gut und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Ich kann es kaum erwarten, wie das Ganze weitergeht und ja, ich habe auch S.J. Kincaid dieses Jahr so für mich entdeckt. Ich habe Diabolik gelesen, dann habe ich ja noch Insignia gelesen, die Weltenspieler. Auch Insignia war ein ganz, ganz tolles Buch. Bei Insignia habe ich das Problem, dass diese Reihe nicht weiter übersetzt wurde vom Verlag und ja... Ich wollte jetzt nicht den ersten Teil hier liegen lassen für immer und ewig und die weiteren Teile kommen nicht raus. Und sollte doch der Verlag oder irgendein anderer Verlag sich nochmal die Rechte sichern und das Buch rausbringen, werden sie es sowieso nochmal neu auflegen und dann würde ich es mir eh nochmal neu kaufen. Von daher habe ich Insignia dann auch wieder rausgeschmissen. Diabolik kann ich euch aber auch nur wärmstens empfehlen, genauso wie Insignia. Schaut euch Insignia auch gerne mal mit an, das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Und ja, Diabolik... Ich liebe, liebe, liebe es und kann es euch wirklich empfehlen. Wenn ihr Bock auf Jugend-Science-Fiction-Geschichten habt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an und es glänzt. Es glänzt, es glänzt, es glänzt. So, so toll, so cool. Ich liebe, liebe, liebe es. Kommen wir zu meinem fünften und letzten Jahres-Highlight von den Jugendbüchern und ich muss sagen, dieses Buch hat mich einfach umgehauen. Dieses Buch war... so unerwartet gut, dass ich habe echt hier nur gefeiert. Ich habe wirklich dieses Buch gefeiert, ich habe die Charaktere gefeiert. Ich liebe, liebe, liebe den einen Charakter, den ich jetzt hier namentlich nicht benennen werde, weil ich euch sonst wieder spoilern würde. Ich rede von Das Reich der Sieben Höfe, Flammen und Finsternis von Sarah J. Maas. Dieses Buch war einfach so unglaublich gut. Ich fand die Entwicklung unserer Protagonistin in diesem Buch großartig. Wie gesagt, ich fand... diesen weiteren Hauptcharakter einfach so, so toll. Ich fand die Nebencharaktere, die zu diesem Hauptcharakter gehören, so unglaublich gut und ich feiere dieses Buch total und wirklich, Sarah J. Maas hat hier eine ganz, ganz tolle Welt erschaffen. Sie hat hier eine ganz, ganz tolle Geschichte erzählt. Ich fand den ersten Teil auch schon richtig gut, aber der zweite hat es nochmal um Längen geschlagen. Also das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen zweiten Teil so viel besser finde wie den ersten. Und Sarah J. Maas hat es hier definitiv geschafft. Das ist für mich das beste High-Fantasy-Jugendbuch, was ich jemals gelesen habe. Ich habe sehr, sehr viel High-Fantasy-Jugendbücher dieses Jahr gelesen. Ich habe ja auch noch Stormheart gelesen. Ich habe Die Legende der Vier Königreiche gelesen. Ich habe Iskari gelesen. Ich habe, keine Ahnung, ich habe noch Bird and Sword habe ich noch gelesen. Also ich habe sehr, sehr viele gute Jugend-High-Fantasy-Bücher gelesen, aber an Das Reich der Sieben Höfe kommt einfach nichts ran. Es ist
so mega genial und es ist so toll geschrieben und die Autorin verwendet so tolle Metaphern und sie gibt den Charakteren so eine tolle Tiefe und sie erklärt alles so super toll. Das Worldbuilding ist genial und ja, ich kann euch diese Reihe definitiv nur empfehlen. Lest Das Reich der Sieben Höfe. Es sind richtige Schinken und sie schrecken auch erstmal ab vom Lesen. Aber glaubt's mir, ihr lest die ersten 30 Seiten und dann hat euch die Geschichte. Und dann saugt sie euch ein und dann wollt ihr wissen, wie es weitergeht. Also so ging's mir beim ersten Teil und beim zweiten natürlich sowieso. Also beim zweiten Teil war ich von der ersten Seite an komplett drinne und habe mit Feyja gelitten und mit ihr einfach diesen ganzen Weg beschritten. Und es war einfach nur so gut und deswegen lest Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas. Ich liebe, liebe, liebe es. So, da wollte ich mit meinen 5 Highlights für die Liebesromane anfangen und da war die Speicherkarte voll. Ah! Heute ist was los. Heute klappt aber auch gar nichts bei mir. Der Hund isst gerade sein Abendbrot. Also falls ihr irgendwas im Hintergrund an komischen Geräuschen hört, das ist der Hund, der draußen gerade sein Trockenfutter frisst, aber ich kann die Tür nicht zumachen, sonst kommt der Hund dann hier nicht mehr rein. Deswegen lasst euch von eventuellen Knack- und Kaugeräuschen bitte nicht irritieren, aber der Hund hatte jetzt Hunger. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den 5 Liebesromanen, die mich dieses Jahr am meisten überzeugen konnten und die ich auch jetzt jederzeit wieder zur Hand nehmen und lesen würde. Ich muss sagen, es gibt noch ein paar Liebesromane mehr, die ich wirklich richtig, richtig gut fand. Ich muss sagen, ich habe wirklich dieses Jahr richtig viele, richtig gute Liebesromane gelesen, aber ich habe mich jetzt einfach mal auf 5 begrenzt und zwar die 5 rausgesucht, die mir so am besten im Kopf geblieben sind und die mich am meisten begeistern konnten. Und wir starten gleich mit dem ersten Buch und zwar war das Der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni. Das ist eine so, so tolle New Adult College Liebesgeschichte. Diese Geschichte ist so witzig. Ich habe selten ein Buch gehabt aus diesem Genre, was so, so witzig ist. Also die 2 Hauptcharaktere hier können sich am Anfang nicht leiden und spielen sich immer so Streiche. Und das ist wirklich so, so süß und so witzig, was sie sich da einfallen lassen und was auch Bianca sich da halt einfallen lassen als Autorin. Ich liebe die Geschichte von Emery und Dylan einfach sehr und ich fand, es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und jeder, der gerne College-Liebesgeschichten liest, sollte Der letzte erste Blick sich auf jeden Fall mal mit angucken. Ich finde das so, so toll. Und auch der zweite Teil, Der letzte erste Kuss, war richtig gut. Und ich freue mich jetzt auf den 3. und 4. Teil. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Reihe. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. Lest sie! Bei dem nächsten Buch hatten wir heute schon ein Buch von der Autorin. Und zwar Feel Again von Mona Kasten. Ich hatte ja gesagt, Cold Wolf City war so überhaupt nicht meins, aber dafür Feel Again. Und ich fand Feel Again so, so toll, denn hier war es halt mal andersrum. Hier hatten wir das rockige, grunchige Mädchen, was nie ihre Klappe hält und allen die Meinung sagt und sehr extrovertiert ist. Und den kleinen, nerdigen Typen, der nicht wirklich weiß, wie er mit Frauen umgehen soll. Und das fand ich eine so, so tolle Kombination. Und dass es halt einfach mal andersrum war, dass es nicht immer dieser typische Bad Boy war, sondern dass Isaac hier ein ganz, ganz toller, bodenständiger Junge ist. Und es ist einfach so eine tolle Geschichte gewesen. Und die Geschichte war richtig gut erzählt und richtig gut geschrieben. Das Ende hätte ein bisschen mehr sein können. Also da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht für das Ende. Das war so ein bisschen im Vergleich zu der ganzen Geschichte ein bisschen schwach in der Handlung. Aber das hat mich jetzt nicht weiter gestört. Also ja, es war einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte und ein richtig, richtig gutes Buch. Und ja, jeder, der die Again-Reihe von Mona Kasten gelesen hat, wird mir vielleicht zustimmen können. Aber vielleicht hat derjenige, welcher auch ein anderes Buch aus dieser Reihe, was er am liebsten mochte. Annika zum Beispiel mochte Trust Again am liebsten, ich Feel Again. Ich fand dieses Buch einfach nur richtig gut. Es war richtig schön geschrieben. Ich kann jedem dieses Buch auf jeden Fall nur empfehlen, genauso wie ich Trust Again eigentlich auch jedem nur empfehlen kann. Aber ja, Isaac und Sawyer waren einfach ein ganz, ganz tolles Paar. Und ja, ich werde dieses Buch definitiv irgendwie nächstes Jahr vielleicht auch nochmal mitlesen. Mal gucken. Aber ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wir haben hier auch wieder eine College-Geschichte und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer lest es, es ist ein Träumchen. Das dritte Buch, was ich aufgeschrieben habe, ist Fighting to be Free, nie so geliebt von Kirsty Mosley. Und dieses Buch ist ja der Debütroman der Autorin und er konnte mich voll und ganz überzeugen. Ich habe auch den zweiten Teil Fighting to be Free, nie so begehrt gelesen. Er war auch richtig, richtig gut, aber der erste war einfach so toll, der war so schön und die Geschichte von Jamie und Ellie hat mich so berührt und diese beiden sind einfach ein so tolles Paar und Jamie als Charakter ist einfach nur unglaublich toll. Er ist so toll und er ist so gut und Jamie kommt ja am Anfang der Geschichte aus dem Gefängnis und wenn man dann so die ganzen Hintergründe erfährt, warum er im Gefängnis saß und
was er alles so in seiner Vergangenheit gemacht hat, dann kann man das alles so gut nachvollziehen. Und ich denke mir, ja, ich wäre auch lieber in den Knast gegangen, als das irgendwie ungerecht zu lassen. Und ja, man kann sich einfach ganz, ganz toll in die Charaktere hineinversetzen. Und es ist einfach eine so tolle Liebesgeschichte. Und dieses Ende vom ersten Teil hat mich zerstört, ne? Also das Ende vom ersten Teil war einfach so schrecklich. Ich habe mir gedacht, nein, das kann nicht das Ende sein. Ja, und dann kam der zweite Teil. Ja, also ich muss sagen, Fighting to Be Free, nie so geliebt, ist definitiv ein Buch, was ich euch ans Herz legen kann. Ich habe ja noch bis Ende Januar das Gewinnspiel laufen, wo ihr den ersten und den zweiten Teil lesen könnt. Also, falls euch die Bücher interessieren, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, Fighting to Be Free, definitiv ein Highlight, was die Liebesromane betrifft. Denn diese zwei Charaktere waren einfach so toll. Und die Hintergründe waren so toll und die Geschichte war so toll. Und auch das Ganze drum und dran hat einfach gestimmt. Und ja, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Lest, lest, lest. Dann eine Reihe, die ich keine Ahnung, wie oft dieses Jahr schon in den Himmel gelobt habe. Und zwar die Vermont-Reihe von Sarina Bowen. Ich fand alle drei Teile wahnsinnig toll. Aber ich fand, der zweite hat mich einfach von vorne bis hinten komplett überzeugt. Ich habe den zweiten Teil auch als allererstes gelesen von dieser Reihe. Danach aus den ersten und dann den dritten. Aber der zweite Teil war einfach so, so gut. Die Geschichte von Sophie und Jude, die war einfach so toll. Die hat mich so berührt. Und Jude als Charakter, ich habe so mit ihm gelitten in diesem Buch. Und ich habe mit echt, das war einfach so schrecklich, was dem da alles passiert ist. Und es war einfach nur genial. Also ich kann euch wirklich hier True North schon immer nur wieder wirklich nur empfehlen. Es war einfach eine so tolle Geschichte. Und auch Jude war im Gefängnis und kommt jetzt aus dem Gefängnis raus und trifft wieder auf seine große Liebe Sophie. Und ja, der Grund, warum er im Gefängnis war, war nicht so cool, denn er hat Sophies Bruder auf dem Gewissen. Und es geht halt darum herauszufinden, was eigentlich in dieser Nacht genau alles passiert ist und ob er bei Sophie eine zweite Chance irgendwie nochmal im Leben bekommen könnte, trotz der Ereignisse. Und es war einfach eine so tolle Geschichte, ne? Es war einfach so gut. Ich liebe, liebe, liebe die Vermont-Reihe und gerade den zweiten Teil. Auch den kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen und wärmstens empfehlen. Es sind so tolle Bücher und ich finde, die Cover sind wunderschön, aber sie stechen jetzt nicht wirklich aus dieser ganzen Masse heraus. Sie sind da wirklich eher dezent. Und ich bin damals über den Lux-Newsletter auf die Bücher gestoßen und habe sie gelesen. Und ja, wie gesagt, empfehle sie euch. Lest sie, sie sind so, so toll. Und ich freue mich schon auf die neue Reihe von Sarina Bowen, die Ivy Years-Reihe, die ja jetzt nächstes Jahr mit rauskommt. Oder jetzt dieses Jahr. Es ist ja schon dieses Jahr, wo dieses Video online geht. Heute ist noch letztes Jahr, also 2017, wo ich das drehe. Aber wenn das rauskommt, ist ja schon 2018. Also dieses Jahr freue ich mich schon sehr drauf auf die Ivy Years-Reihe. Falls Niki dieses Video sieht, wird sie wahrscheinlich schon auf dieses Buch warten. Habe ich noch eine Reihe gelesen über Rockstars. Und Rockstar-Geschichten sind eigentlich nicht so meine Geschichten, aber diese Reihe war einfach so toll und mein persönlicher Lieblingsteil dieser Reihe war Rock My Dreams und ja, Jamie Shaw hat hier eine ganz, ganz tolle Reihe geschrieben mit ganz, ganz tollen Charakteren und Rock My Dreams war einfach so unglaublich gut. Hayley und Mike, ne? Ah, so toll. Ich muss ja sagen, Mike fand ich vom ersten Teil an schon als Charakter sehr, sehr interessant. Man fragt sich immer, was bei ihm so die Hintergründe sind und was bei ihm so los ist und warum er sich so verhält, wie er sich verhält und was da so dahinter steckt und wo man das denn alles erfährt, ne? Ach, er ist einfach so ein guter, netter Kerl und er ist so lieb und auch Hayley passt da einfach so perfekt zu ihm und die ganze Geschichte ist einfach nur toll und Rock My Dreams. Ich empfehle es euch. Ihr müsst jetzt hier nicht die ersten drei Teile vorweg gelesen haben, zwingend. Man kann die Bücher auch unabhängig voneinander lesen, aber um das natürlich alles ein bisschen besser zu begreifen und die Hintergründe zu verstehen, empfiehlt es sich natürlich, die Reihe von Anfang bis Ende durchzulesen, aber Rock My Dreams war einfach nur richtig gut und richtig toll und ich lege es euch nahe, euch dieses Buch anzuschauen, denn es ist so, so toll und der dritte Teil war dann mein zweitliebster Teil. Da fand ich das Cover am schönsten vom dritten Teil. Ja, aber hier, schaut euch dieses Buch an. Es ist so gut, es ist so toll. Und ja, ich empfehle euch eigentlich die ganze Reihe, bis auf der zweite Teil. Der hat mir nicht ganz gut gefallen, aber der vierte und der dritte. Oh, so gut, so, so gut. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer klare Leseempfehlung und schaut euch Rock My Dreams auf jeden Fall mal mit an. Ich liebe, liebe, liebe. Das war jetzt wirklich lange genug erzählt und gequatscht und ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Meinungen zu diesem Video habt, schreibt es mir gerne wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.